Dresscodes am Deutschhaus-Gymnasium haben wir einige Schüler und auch Lehrer befragt, was sie von den 5 Kleidungsstilen halten. Das will ich nicht anziehen, das ist mir zu pessimistisch, zu dunkel. Muss ich zugeben, dass das T-Shirt mir gefällt. Aber anziehen würde ich es auch nicht wirklich. Ja, sowas schon gleich gar nicht. Also vor allem mit den Totenköpfen, das ist absolut überhaupt nicht meins. Das wirkt ein bisschen so traurig und düster und das ist überhaupt nicht mein Stil. Das ist mir eindeutig zu dunkel. Ja, und vor allen Dingen auch mit Skeletten habe ich es nicht. Man stirbt automatisch selbst, da brauche ich kein Skelett. Das gefällt mir jetzt auch irgendwie nicht so gut. Also, weil ich finde irgendwie, warum sollte auf einem T-Shirt Noodles stehen? Also Nudeln? Ich weiß nicht. Ist ganz okay, aber das würde ich persönlich nicht anziehen, weil mir die Jeans zu gerade ist. Es ist zu wenig schnittig. Ja, ich bin Naturwissenschaftler, deswegen finde ich das nicht schlecht. Ja. Dezent irgendwo und auch eine gewisse Systematik. Das würde ich noch anziehen. Das würde mir halt jetzt nicht in diesem Style passen, wirklich. Aber Tanktop und sowas ist. Kann man gut anziehen, kann man eigentlich immer anziehen. Und das würde ich noch machen. Naja, okay, da kommt es ganz drauf an, wie man selbst gebaut ist. Ob man so einen Tanktop anziehen kann oder nicht. Also ja. Na, geht auch nicht, weil ich kein Fan bin von muskelfreien T-Shirts. Ich finde, das gehört nicht in eine Schule rein. Und hier ist noch ärmelloses Shirt. Man muss die Figur dazu haben. Das ist mein absoluter Favorit. Matte, ja. Sportliche Hose, sportliches Oberteil. Mein Kleiner hat auch so Sachen an. Also, warum nicht? Marihuana-T-Shirt. Classic, gefällt mir. Marihuana-T-Shirt geht gar nicht. Ich würde es nicht anziehen, weil ich kann schlecht mit Unterhose raus und Cap auf dem Kopf nicht anziehen. Das geht leider nicht. Am Ende ist aber noch zu sagen, dass es bei eurem Kleiderstil nicht auf die Meinung der anderen, sondern auf euren eigenen Geschmack ankommt.